Hi Leute, weiter geht's mit Nio, bevor wir den bekloppten Vogelmenschen heute weitermachen. Ich weiß mittlerweile, wo die beiden fehlenden Kodamas sind. Beide relativ nah zusammen. Hier habe ich wieder Augen übersehen. Kamera, sei mal nicht so assi. Oh, vorsichtig, Svenny! Keinen unnötigen Tod, weil ich habe wieder ein bisschen Ausrüstung verkauft. Man sieht es vielleicht, ich habe ein bisschen Amerita. Werden wir auch umgehend, sobald ich die beiden Kodamas habe, ausgeben. Aber das war wieder arschknapp, viel zu knapp. Ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum ich meine Special Attack nicht benutze. So, da war hier wieso noch nicht wahr. Wo führt denn diese Leiter hin? Okay, jetzt bin ich neugierig. Die benutze ich gerade mal. Auch wenn der andere Kodama eigentlich in der Nähe ist, aber die Leiter hat damit nichts zu tun. Könnte das vielleicht eine Abkürzung sein? Da ist eine Kiste. Wie komme ich da ran? Hier kann ich eine Tür öffnen. Ich habe mich die ganze Zeit schon gefragt, wie kommt man zu diesem Shortcut hin? Okay, man hätte sich das Leben einfacher machen können. Aber wie kommt man an die Kiste dran? Da muss man ja irgendwie hier auf das Dach drauf. Ah, vielleicht von der Leiter da oben. Erzähl mir mal nicht, dass ich dann am Anfang des Gebiets irgendwie fliege. Das würde ich nicht so cool finden. Ja, kann man? Ja, ich denke, das geht. Er fliegt sofort runter. Der Nio kann man ja nicht springen. Man muss ja irgendwie an die Kiste rankommen. Oder kann man hier irgendwie raus? Kann man hier irgendwie was zerhauen? Ja, komm. Die Kiste ist mir egal. Ist wieso nur Ausrüstung drin oder so? Was anderes ist in Kisten hier im Spiel wieso nicht drin? Wichtige Items gibt's halt nicht. So, nächste Tür. Muss von. Was? Okay, jetzt bin ich komplett überfragt. Obwohl, die Kiste. Moment. Die Kiste. Vielleicht von hier. Aber du kommst nicht drauf. Du kommst nicht drauf. Nee. Ja, komm. Scheiß auf die Kiste. Wir holen uns gerade den zweiten Kodama, den ich vergessen habe, oder machen wir mit dem Boss weiter. Ist sowieso viel interessanter, als über die Kiste zu fachsimpeln. So. Man muss durchs Feuer hier durch. Dass ich nur so ein bisschen Schaden kriege, ist halt interessant. Ich habe gedacht, ich würde instant verrecken, deswegen habe ich das nicht versucht. So, so kommen wir auch zu dir, Sportsfreund. Warum ich dich jetzt töte, weiß ich nicht, aber tu's einfach. So, jetzt habe ich alle Kodama auf jeden Fall.
Und ich will mal sagen, ich mache einen Cut, bis ich wieder beim Schrein von Endboss bin. So, dann machen wir noch eine kurze Level-Session, bevor wir zum Boss gehen. Plus 6 Angriff, das kann ich für den Boss sehr gut gebrauchen. Ja, ein bisschen mehr Leben. Ich muss halt auf diesen Papagei-Angriff, nenn ich's mal, aufpassen, der mich halt killt, wenn ich relativ voll bin. Ne? Naja. So, rennen wir mal zum Boss schnell hin. War das hier? Nein. Das war unten. Ich könnte das jetzt auch cutten, aber ich lasse es mal. Wenn ich beim Boss mehrmals fehle, dann cutte ich das immer raus im Weg. Jetzt einmal nehme ich euch noch mit. Und wenn es dann ein paar Fails gibt, dann wird gecuttet. Ich bin gespannt. Also an sich finde ich ihn halt super machbar, aber er hat halt diesen, wenn er sich von Vogel trennt, diesen einen Angriff, der mir halt super viel Schaden drückt. Ich habe es mir im Video nochmal angeguckt, ich war 75% voll und das hat mich gekillt. Aber okay, schauen wir mal, wie es heute läuft. Oh, ich habe die tiefe Haltung. Das ist nicht gut. Das, dafür, dass ich tiefe Haltung habe, mache ich ihm dann mal gut Schaden. Oh. Ja, okay. Der Wrestling-Move macht auch gut Schaden. Okay, man könnte meinen, das war eben mal gar nichts. Das Amerita ist mir jetzt egal. Oder wie viel habe ich im Verborgenen? 50.000. Okay, 50.000 ist schon ein kleiner Haufen. So, komm mal her. Ich habe hier. Komm runter, Mann. Ich glaube, die Special Attack habe ich ein bisschen verschwendet. Aber jetzt trennt er den Vogel wieder. Habe ich ein bisschen Angst. Er hat sich irgendwie gebufft. Wenn er dieses Gepfeife macht. Ich hasse dieses Teleportieren. Du musst ihn immer wieder neu anvisieren. Ich muss weg. Ich muss. Nein, 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 nein! Ey, das war nicht schlecht, das war nicht schlecht. Ich bin zum Schluss unkonzentriert geworden. Ich glaube, wenn er dieses Pfeifen macht, dann muss ich von ihm weg, weil dann kommt diese Vogelattacke. Ich versuche mal jetzt ein bisschen mal was mit den Amuletten zu machen. Vielleicht bringt das was. Oh, ich wollte nicht ins Feuer. Ja, wenn ich ihn so erwischen kann, dann ist das sehr, sehr Premium. Jetzt visieren doch bitte an. Das war knapp.
Das Amulett ist abge... Ja, ihr, ins Feuer mit dir! Was war das? Oh Mann, ey! Was war das denn für ein Grafikglitch gerade? Ich sehe schon, das wird eine Folge, wo ich sehr viel schneiden muss. Er brennt, sehr schön. Vielleicht gehe ich mal auf die kleine Haltung. Das hat bei den einen Versuch gar nicht so schlecht geklappt. Da blockt er auf jeden Fall nicht so oft. Ne, da ruft er den Vogel. Das ist dann nicht so geil. Er brennt auf jeden Fall wieder. Ah, scheiße. Ja, die Bomben, die dürfen mich nicht erwischen. Die machen einen dicken Schaden. Nein! Komm runter, du Scheißvogel. Ich glaube, tiefe Haltung... Ja, er blockt genauso viel. Okay, dann gehen wir auf die mittlere Haltung. Komm doch runter, Mann! Ah, Scheiße, da hat mich schon wieder erwischt. Das war schlecht von mir. Aber ich will ihn immer auf der Luft erwischen. Wie schnell kann dieser Scheißpisser schießen? Also langsam fängt er mir an, ein bisschen auf den Keks zu gehen. Ich versuche es echt mit der kleinen Haltung. Weil da kann ich viele Hits machen. Und vor allem verbrauche ich nicht so viel Ausdauer. Wie siehst du denn mal bitte an? Ja, die kleine Haltung ist besser. Ey, wie der snipern kann, ne? Unfassbar. Jetzt habe ich ihn in der Ecke. Wenn du mich jetzt schon wieder killst, ne? Ja genau, der Wrestling-Move! Aus... Ja genau, er fackelt. Sehr gut. Ich sieh den an! Ja, Mann, ey! Ich mach doch die mittlere Haltung. Ich denke, es bringt doch nicht so viel. Da habe ich nur ein bisschen RNG-Glück gehabt. Sehr gut. Ihr habt mich gekickt, ey! Nix da, Wrestling-Move gibt's nicht.
Nee, weg von dem Vogel! Du hast verloren, Mann! Schwere Geburt. Hast keine Ehre. Kommst zu einem Samurai-Duell mit einer Schusswaffe. Ich hoffe, er trennt dir den Kopf ab. Achso, da. Da muss ich die Mission beenden. Oh. Schlechter Verlierer ist er auch noch. Bitte sag mir nicht, dass ich den zum letzten Mal nicht gesehen habe. Oh, ne. Der kommt doch safe wieder, wenn er verschwindet. This castle will fall. Run while you can. Nario, you tell her. Er wird drauf gehen. Toni Kakugo wa kimete oru. Samurai wa shiro o makura ni uchiji ni suru nomi. What are you waiting for? Onushi wa kandou yori nigei. Oh, er hat auch einen Vogel. ことはわかっておったな幼き頃より今川武田という芸にも恐ろしき者たちと共に戦った間なら今更言葉など入り申さぬ殿が太平の世浄土より見守らん。 Ich hab einen Vogel. Mal schauen, was der kann. So gut Mitsunari auch vorbereitet war, er hätte nie erwartet, welche Schwierigkeiten ihn die Burg Fushimi bereiten würde. Dank Tori Motsuadas Opfer wurden Mitsunaris Streitkräfte abgewehrt, was uns in der nächsten Schlacht einen Vorteil verschafft. Ich vermute, Fürst Ieyasu wusste von Anfang an, dass sich die Angelegenheit so entwickeln würde. Alter, was kriege ich jetzt hier alle? What the fuck? 10.000 Sachen werden hier gemacht. Die Stille Krähe, Nebenmission und das ist die nächste Hauptmission, ne? Sigigarahara. Mhm. 7 Kodamas, da habe ich alle gefunden. Das ist das Wichtigste erstmal. So, was ist jetzt hier alles in Dojo freigeschaltet worden?
Okay. Die anderen kann ich alle nicht machen, weil... ich das alles nicht habe. Ich krieg ein Schwert da geschenkt, deswegen mache ich das mal. Ich bin Yagu Sekuhasa... wahrscheinlich heißt das anders, aber okay. Lass uns keine Worte verschwenden. Zeig mir alles, was du gelernt hast. Wenn deine Macht selbst mein Schwert überwinden kann, werde ich dir meine geheimen Techniken anvertrauen. Okay. Es gibt wahrscheinlich für jede Waffenart gibt es dann jetzt so ein Ding, was ich jetzt hier mache. Ich benutze halt nur Katanas, deswegen, ja, habe ich die anderen logischerweise nicht. Die zweihändigen Katanas wäre vielleicht noch interessant für mich, aber alles andere. Und halt die dicken Äxte, aber alles andere. Ich habe nur drei Heilungen, also. Hast du was raus, Opa? Das heißt wohl ja. Kann ich den immer so unterbrechen? Das sieht so aus. Ich muss ein bisschen auf meine Ausdauer achten. Hm, der Angriff, der ist böse. Den muss ich auf jeden Fall blocken, wenn er so angesprintet kommt. Ich versuche sonst ja immer mit Ausweichen, aber das ist in dem Fall nicht zu empfehlen. Aber es geht voll klar eigentlich. Ab und zu trifft er mich, aber er macht halt nicht viel Schaden. Das ist jetzt ein gefährlichster Angriff, wie ich finde. Den muss man einfach blocken. Und das war's, denke ich. Ja. Okay, das war jetzt nicht so schwer. Werde ich. So, ich habe ja ein Schwert von dem bekommen. Ich bin gespannt, ob das interessant ist. Ich hätte gerne wieder eins mit Elementschaden. Ich führe jetzt zur Zeit eins, was keinen Elementschaden hat, aber das hat auch wesentlich mehr Schaden als mein Elementschwert gemacht. Deswegen habe ich gewechselt. Grandios! Der Weg des Schwerts wird perfektioniert, wenn Schwert und Zen eins sind. Wenn all die unzähligen Dinge vereint werden, hiermit gebe ich die geheimen Techniken der Shinkago-Schule an dich weiter. Ich bete dafür, dass wir unsere nächsten Begegnungen einfach nur als zwei Schwerkämpfer gegeneinander antreten. Eine neue mystische Kunst-Katana wurde freigeschaltet. Okay, kann ich das dann hier erlernen? Sind das hier die? Hier hinten? Yo! Du hast eine mystische Kunst erlernt. Du kannst... ja, was habe ich jetzt gerade erlernt? Ich habe gar nicht geguckt. Ja, ich rüste die mal aus. Reduziert den Kieferbrauch beim Ausweichen, wenn du ein Schwert als Hauptwaffe ausgerüstet hast. Und erweitert das Zeitfenster für eine erfolgreiche, präzise... nicht schlecht. Was ist das hier? Erhöht den Schaden, wenn du einen Gegner von hinten mit einem Schwert angreifst. Ja, das kommt nicht so oft vor. Aber ich schalte es mal trotzdem frei. Ne, das da, was ich... also, ich tue ja selten blocken, sondern viel ausweichen. Da ist das richtig gut für mich, denke ich. Der Fähigkeit ist auch ein anderer Fähigkeit. Diese Fähigkeit ersetzen, ja. So, ich habe jetzt ja alles hier freigeschaltet auf den Katana, ne? Sehr schön. Fähigkeitenanpassung. Kralle. Achso. Kann ich das ändern? Nein. Von hinten gibt's nichts. Was ist das? Reduziert Kieferbrauch. Achso, das sind die beiden.
Tiger springt ist das, was er eben gerade gemacht hat, aber es ist hohe Haltung alles. Hohe Haltung benutze ich. Ah, Moment, Mittelhaltung. Mittelhaltung habe ich ja gar nichts eingestellt. Habe ich auch irgendwie nichts. Ah, das ist Doppelkatana. Mann. Tritt. Ja, das macht er manchmal. Ich habe nichts anderes. Tigersprint, ich habe Nachtreden. Was ist Tigersprint? Fällt mir früh ein, dass ich so... Ah, das ist das, was er gemacht hat. Das finde ich eigentlich nicht schlecht. Was ist Nachtregen? Nope. Da habe ich nichts anderes. Und da auch nicht. Okay. Habe ich irgendwelche Rufpunkte? Jo, was machen wir denn? Yokai-Schutz, würde ich sagen, ne? Oder reduziert... Ne, das macht nicht viel. Yokai-Schutz machen wir. Da habe ich nichts. Level Up kriege ich nicht hin. Ja, Leute, da die Folge rund abgeschlossen, würde ich mal sagen, machen wir beim nächsten Mal hier mit der stillen Krähe weiter. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein und bis zum nächsten Mal. Ciao!